Die Politik hat nicht primär die Aufgabe, sich nur von einem Wahlgang auf den nächsten vorzubereiten, sondern jetzt schon zu sagen, wie entsprechen wir den Menschen, die jetzt nicht mehr wissen, wie am Ende des Monats die Stromrechnung bezahlt. Was sagen wir den Unternehmen, die jetzt dreimal so viel Kosten am Ende des Monats da haben und sagen, wie soll ich durch den Winter kommen? Warum müssen wir uns jetzt zentral kümmern und bitte nicht nur Selbstbeschäftigung und eigene Struktur? Andreas, das wäre falsch. Ja, also hier muss man schon einmal dazwischenfahren und einfach sagen, Parteiobmann der Volkspartei, Philipp Achammer, die letzten Monate, wer hat in Südtirol die Themen der Bürger aufgegriffen, wer hat sich um die Hilfen gekümmert und immer gewarnt, schon seit dem letzten Winter, weil wir wussten ja, was auf uns zukommt. Und welche Partei hat in den letzten Wochen gestritten, wie die Karner, wie man in Südtirol sagt, wo es wirklich nur noch darum gegangen ist, welche Flügelkämpfe und welche Personen in welchen Positionierungen drinnen sind oder draußen sind. Und wir im Landtag sind mit allen Vorschlägen, die durchaus konstruktiv von vielen Seiten gekommen sind, immer hintangestellt worden. Es hat keine Diskussion mehr stattgefunden, die die Bürger weitergebracht. Und wenn ich das jetzt höre, dann stimmt das einfach nicht zusammen mit der Performance, die vor allem diese Südtiroler Landesregierung im letzten ganzen Jahr abgegeben hat.